Marita Emser hat in der Vergangenheit Millionen von Zuschauern im TV begeistert. Nun sorgt sie für traurige Schlagzeilen. In der Sendung Zwischen Tüll und Tränen ist sie eine der bekanntesten Verkäuferinnen überhaupt. Dank ihren auffälligen Brillen und ihrem Gespür für das richtige Brautkleid für jede Frau. Im TV ist die Blondine stets gut gelaunt und um keinen Spruch verlegen. Doch nun sorgt sie mit traurigen Neuigkeiten für Furore. Marita Emser ist pleite. Wie jetzt bekannt wurde, musste Marita Emser ihren Brautmodeladen in Kerpen schließen. Es sind viele Tränen geflossen in letzter Zeit. Ich bin Opfer der Pandemie und der hohen Energiepreise. Zusätzlich haben im vergangenen Jahr weniger Bräute nach Kleidern geschaut, wegen der ungewissen Zeit, erklärt die 73-Jährige gegenüber Bild. Mit der Schließung ihres Ladens nimmt die Verkäuferin Abschied. Denn sie wird nun in Rente gehen. Nach fast 49 Jahren im Brautsektor möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken. Sie haben mir immer wieder wunderbare Momente gegeben, schrieb sie bereits vor einigen Tagen bei Instagram. Für beliebte Verkäuferin ist es sicher nicht einfach. Doch die Entscheidung ist gefallen, obwohl die Fans sie sicher sehr vermissen werden.